Ja, moin Leute. Mal wieder ein Filmchen vom Wasser. Ja, ich habe mir gedacht heute, ach, ich war mir noch nicht ganz sicher heute mit dem Angeln. Übrigens habe heute mein Mikro dabei. Ich war mir noch nicht so ganz sicher mit dem Angeln. Und dann hatte sich aber eine Angelspezi gemeldet und gefragt, ja, heute angeln. Und ja, dann habe ich doch losgekriegt. Ja, das ist wie mit dem Essen. Die Lust kommt beim Angeln, genau. Und heute ist echt vom Wetter her, es ist vom Wind total tot. Also es geht kein einziges Lüftchen. Irgendwo in der Ferne rumpelt es auch. Also Gewitter ist heute wahrscheinlich angesagt. Ich hoffe, das wird nicht so heftig, dass wir einpacken müssen, dass es das so einen richtigen Gewittersturm gibt. Also an der Kuhle, wo wir heute sitzen, da war ich dieses Jahr noch nicht so oft. Das ist auch eine mit der tiefsten Kuhlen hier bei uns in den Vereinsgewässern. Hier habe ich schon einige große Karpfen gefangen. Und leider sind hier auch Zwergwelse drin. Also da müssen wir heute wahrscheinlich mit Zwergwelsen rechnen. Mal gucken, ich habe kleine Köfis mit dabei. Ich zeige euch die mal gerade. Weiß nicht, ob ihr das hören könnt. Das rumpelt ganz schön. Es kommt auch immer näher. Ja gut, kann man nur hoffen, dadurch, dass höhere Bäume in der Dings sind hier in der Umgebung, dass der Blitz, wenn er einschlägt, dann da einschlägt. Ich habe heute auch lecker Krombacher bei, lecker Krombacher Radler. Was habe ich noch dabei? Thüringer Bockwürstchen. Darf nicht fehlen. Dann habe ich letztens, wo wir beim Metzger waren, bei uns eine Ortschaft weiter, Fleischerei Koll, die haben übrigens auch Rostbratwürste nach Thüringer Art. Die schmecken auch echt lecker, die kommen an den Thüringern schon relativ nah ran. Und natürlich Laberwurstbrot. So, dann habe ich dabei Teig, Angelteig. Genau. Und die Köfis habe ich dabei, genau. Also die sind relativ klein. Die habe ich vor ein paar Wochen gestippt, die eingefroren. Also das sind, ja, könnt ihr vielleicht sehen, einige kleine sind dabei, ein paar mittelgroße. Sind alles Rotaugen und Rotfedern. Und damit werde ich es mal auf Aal versuchen. Ich habe noch hier Knoblauchöl habe ich mit bei. Also dieses, was es im Angelladen gibt. Von, was war das, Magic Trout oder so ähnlich die Firma. Das habe ich dabei. Ich habe auch jetzt, aktuell habe ich zwei Karpfenruten ausliegen. Ja, und hier ist sehr viel, ihr seht das nachher noch, ich drehe euch nachher gleich mal um. Hier ist sehr viel Entengrütze oben auf der Wasseroberfläche. Aber ja, solange es nicht komplett verkrautet ist, ist mir das egal. Ja. Mal gucken. Also das habe ich dabei. Vielleicht mache ich später auch, versuche ich noch mal nebenher ein bisschen ein paar kleine Köderfische zu fangen. Mal kicken. Ja, ansonsten kicken wir mal, ne? Vielleicht geht ja irgendwie Karfi oder Ali oder sonstiges. Also Aal. Ein Aal namens Ali. Wie komme ich eigentlich immer aus so einem bekloppten Scheiß? Ne? Das ist echt nicht normal mit mir. Aber wie sagt man so schön, der ganze Mist muss aus dem Kopf. So, das sind noch selbstgemachte Boilies. Die hatte ich ja mit. Oh, die riechen so lecker. Das riecht wie in der Weihnachtsbäckerei. Da habe ich Vanillezucker dran, dann ist, nee, ja doch, Vanillezucker, Buttervanille ist da dran, dieses Aroma, dieses Backaroma, und die hatte ich aber mit Hartweizengrieß gemacht. Und danach hatte ich ja nochmal welche gemacht, die habe ich mit Weichweizengrieß gemacht. Die schwemmen dann nicht ganz so sehr auf. Genau. So, dann tue ich euch mal kurz drain.
It's training, man. Muss nur gucken, dass ich mich hier nicht komplett verheddere. So, einen Augenblick. Dann drehe ich euch mal in die Richtung. Ja, das ist hier echt. Sorry, wenn es mal kurz ein bisschen wackelt. Ich habe hier das Stativ mit diesen biegsamen Beinen wieder dabei. Und das habe ich um so einen Bangstick drum. So, jetzt nochmal. Ich musste kurz ausschalten und euch umdrehen, so wie ich es gedacht hatte. Hat es irgendwie nicht funktioniert. So, mal gucken, ob ich bis da rüber geworfen krieg. Ich hoffe, ihr könnt es erkennen. Aber ich glaube schon. Ja, perfekt. Da ist der Vorteil, wenn das Gewässer nicht so groß ist. Passt. So. Willst du bei dir auch welche drüben reinwerfen? Dann kannst du ein paar von denen hier mit reinschmeißen. Ja? Die riechen lecker, ne? So. Okay. Das war das. Oh, erstmal was trinken. Und zwar Cola. Aber ihr seht das auch an der Wasseroberfläche. Es ist hier keine Bewegung auf dem Wasser. Das ist echt. Hier steht die Luft. Die Mücken sind hier unterwegs, das ist die helle Pracht. Das ist so heftig, die haben mich gestern auch komplett zerstochen. Eigentlich wollte ich ja gestern bis 2, spätestens 3 Uhr morgens bleiben, aber am Wasser habe ich dann feststellen müssen, dass ich meine Köderfische vergessen habe, weil ich ja gestern eigentlich auf Aal wollte. Aber naja, weil es war gestern nicht so alles so wie ich es mir gedacht habe. War da dann noch ein bisschen Scheiße drauf. Aber heute habe ich alles dabei. Und ja, mal gucken. Vielleicht geht Karpfen, vielleicht geht Aal. Hauptsache keine Zwergwälse. Die können ruhig wegbleiben. Und was voll heftig ist, wenn man überlegt, vor ein paar Wochen, da war es noch bis, weiß ich nicht, 12 Uhr abends war es noch leicht hell. Und jetzt wird es schon 10 Uhr, bam, total dunkel. Ich habe
die Montage, wenn ich mal ran zoome. Na, wo ist mein Finger? Da so hingelegt. Genau. Ah, die Mücken kommen auch schon wieder. Ich glaube, ich muss mir nachher was Langärmliches anziehen, sonst hält man. Das hält man hier echt nicht aus. Die Mücken, das ist Wahnsinn. Das Gewitter kommt langsam näher. Eigentlich soll man ja nicht, wenn es gewittert, soll man ja eigentlich lieber nicht angeln. Aber Gewitter bringt manchmal auch Fisch, ne? Und gut, das ist jetzt hier kein. Oh, habt ihr das gesehen? Ne, ich glaube nicht, ne? Fisch, Gewitter bringt manchmal halt auch Fisch. Und es ist ja jetzt kein offenes Feld, wo ringsrum nichts außer einen halben Meter hohe Büsche wäre. Ne? Hier hast du ja schon Bäume und alles drumherum. Und man sagt ja, der Blitz haut ja immer an den höchsten Punkt ein. Naja, hoffen wir mal, dass die Blitze sich heute dazu entscheiden, nicht uns als höchste Punkte zu erwählen. Das wäre dann nicht so gut. Ja. Dann hier irgendwie als verkohltes Männchen am Wasser zu sitzen, ist ja auch nicht ganz so lustig. Aber wenn hier 10 Meter neben dir der Blitz in den Baum haut, da, ich glaube, dann geht es in die Hose. Im wahrsten Sinne des Wortes. Spätestens dann packe ich ein. Also ein bisschen Nervenkitzel beim Angeln ist ja auch okay. Die Dampfe ist natürlich auch wieder mit dabei, die darf nicht fehlen. Ich weiß auch gar nicht, wie tief das hier ist. Keine Ahnung, 2 Meter, 2,5 Meter oder so. Also die Kuhle nennt sich ja Schwarzes Loch. Also die wird ja nicht umsonst so heißen. Also die ist schon, wenn du hier mit Pose angelst, hast du hier schon echt zu tun. Ey, da musst du echt ganz schön tief stellen. Ja, eigentlich wäre ja heute Livestream. Also wenn ihr das Video seht, ich schätze mal, ihr werdet das morgen oder übermorgen sehen. Mal gucken, wie lange ich heute bleibe. Also geplant habe ich bis 3 Uhr ungefähr. Mal gucken, wie ich durchhalte. Und eigentlich wäre ja heute Livestream gekommen. Aber ja, ich finde, im Livestream ist mehr so. Ja, wenn das Wetter schlechter ist und wenn man eh nicht raus kann. Und wenn das Wetter so wie heute ist, ist halt eigentlich auch mal schön, wenn man am Wasser sitzt, ein bisschen den Kopf frei kriegen, nebenher ein bisschen filmen. Da habe ich was von, da habt ihr was von. Weil dem einen oder anderen, dem gefällt ja schon das so in der Art, wie ich das mache. Und ist ja auch so eine Bestätigung, dass man es ja nicht ganz verkehrt macht. Und ist auch nicht wild, wenn mein Livestream ausfällt. Ich versuche ja schon so jede Woche zu machen. Aber wie gesagt, bei so einem Wetter, da muss man einfach angeln gehen. Nützt nichts. Ja, Rumpelt's mal wieder ein bisschen. Das ist auch ein bisschen näher jetzt.
weiß nicht, ob das Mikro das so einfangen kann. Ich denke mal, wenn man es laut genug macht, dann müsste es eigentlich gut rüberkommen. Gut, dann werde ich mal eine Ankündigung schreiben im Community Tab, dass heute der Livestream ausfällt. Das wollte ich eigentlich zu Hause machen, habe ich aber irgendwie ein bisschen verrafft gehabt. Und ja, bin gleich wieder da. So, da bin ich wieder. Ja, jetzt fängt es auch an zu regnen, wie ihr sehen könnt. Ist ja auch oftmals gut, ne? So, man sagt ja oft, dass gerade wenn es mal so schwül ist, ich weiß nicht, wie aktuell der Luftdruck ist, aber ja, man sagt ja auch immer, Regen bringt ja auch manchmal Fisch, ne? Einfach mal abwarten, entweder es geht heute was oder es geht nichts. Wenn nichts geht, ist auch gut, dann war man halt trotzdem am Wasser, hat Erfahrung gesammelt, hat Spaß gehabt, bisschen runtergekommen vom Alltagsstress. Das ist auch nicht verkehrt. Dafür habe ich auch einen Angelschein gemacht, damit ich auch mal, wenn ich mal einen scheiß Tag habe, was bei mir ja leider öfters vorkommt, dass ich dann irgendwas habe, wo ich den Kopf einigermaßen frei kriege. Manchmal funktioniert das ganz gut beim Angeln und manchmal, ja, manchmal halt nicht, ne? Aber so ist das. So, Dampfe aufgefüllt. Okay. Ah, der Schirm war schon eine geile Investition. Das weiß ich nicht. Ich habe ja die ganze Zeit immer nur dieses Angelzelt gehabt und es hat mich die ganze Zeit genervt. Dieses auf, abbauen, zumal das halt auch nicht so von der Qualität so gut war. Und ja, der Angelschirm, der ist sein Geld echt wert. So, das war kein Fehlkauf. Wie bitte? Ah, ja. Ja, jetzt momentan tut es auch gar nicht mehr gewittern. Also keine Ahnung, ob sich das verkrochen hat, ob da überhaupt gewittermäßig was groß rumkommt oder ob es das dann schon war. Ich meine, mir soll es recht sein. Vor allem, wenn es so regnet, ist es okay. Es darf bloß nicht in Strömen regnen, weil da habe ich echt keinen Nerv drauf. Ich meine, ich sitze zwar trocken unter dem Schirm, aber trotzdem muss ich ja doch nicht haben. Zumal wenn es sich eingeregnet hat, dann nass im Nassen einpacken, im Regen und oh, das ist so ätzend. Dann braucht der ganze Kram Tage, bis es trocken wird und das ist dann immer nicht so doll. Aber naja, das ist halt so, ne? Das Wetter kann man halt leider nicht ändern. Ja, was heißt leider, das ist auch ganz gut so. Wir verändern das Klima und das Wetter schon genug. Da muss es nicht noch eine Erfindung geben, wo man das Wetter steuern kann. Das wäre ja fatal. Da würde ja der nächste Krieg ausbrechen um die Wettermaschine. Die eine Hälfte will schönes Wetter, die andere Hälfte will schlechtes Wetter und dann, nee. Ja. Aber ich finde, das schaut interessant aus, so diese Wasserlinsen, wie die sich zu solchen größeren und kleineren Gruppen zusammenziehen, ne? Dass man da mal so größere Flecken hat und so kleinere Flecken, schaut schon echt interessant aus. Vor allem auch, wenn ich immer mal so aufs Video gucke,
also auf dem Monitor vom Handy. Das schaut schon ganz cool aus. Ja, jetzt kommen größere Regentropfen. Jetzt fängt es ein bisschen doller an zu regnen. Oh ja, jetzt kommt richtig was runter, meine Güte. Ich glaube, ich werde den Bankstick mal ein Stückchen weiter ins Zelt verfrachten, einen Moment. So, da ist das Handy geschützt, jetzt kann es nicht nass werden. Jetzt kann ich zwar schlechter auf den Monitor gucken, aber ja, muss halt so gehen. Ich mag das schon ganz gerne, ne? Wenn man hier so unterm Schirm sitzt und dieses, wenn der Regen so drauf prasselt, das ist unwahrscheinlich beruhigend, finde ich. Ich habe das damals auch so gemocht, wo ich noch in Thüringen gewohnt habe. Ich habe ja in Meiningen damals in der Mauergasse gewohnt. Das war so ein alter DDR-Block, so ein Plattenbau, wie sie halt zu DDR-Zeiten waren. Und da habe ich in einer Dachwohnung gewohnt. Und wenn du dann abends im Bett gelegen hast und das, der Regen ist so aufs Dachfenster geprasselt und dann so da runtergeflossen, das hat mich unwahrscheinlich runtergeholt. Ne? Dieses Geräusch von den Regentropfen und alles. Und, ja, das war schon eine tolle Wohnung. Der Nachteil war halt, das Dach nicht groß gedämmt, alte Fenster drinnen, noch mit Holzrahmen. Ne? Oh, jetzt hat es aber gut geblitzt. Na, wo bleibt der Donner? Ich habe Angst. Nein, Quatsch. Ah, yay. Jawohl. Ich muss mal die eine Route ein bisschen tiefer stellen. Alter, nicht, dass wir hier einen Blitzableiter haben. Nass. Der war schon ein bisschen näher, ne? Ja, schauen wir mal. Ist schon interessant. Ja, wie gesagt, ich mochte die Dachwohnung, aber wie gesagt, dadurch, dass das halt eine alte Wohnung war, ne? Dach nicht gedämmt und da hast du es im Sommer, hast du es eine Arschhitze drin gehabt, da waren teilweise über 40 Grad in der Bude gewesen. Das hast du kaum ausgehalten, trotz Fenster zu und Rollo runter, aber trotzdem. Und im Winter halt kalt, ne? Im Sommer zu heiß und im Winter zu kalt. Hast geheizt für nichts, ne? In die Fenster hat es reingezogen und naja. Dann irgendwann mal die Heizungen, die haben ständig Luft drin gehabt und dann haben sie zumindest die Heizkörper ausgetauscht, der Vermieter, weil ja ständig jemand kommen musste zum Entlüften. Die Heizkörper konnte man nicht selbst entlüften. Die mussten über das, wo das Thermostat ist, darüber mussten die entlüftet werden und das mache ich nicht selber. Dann reiße ich da irgendwas ab und da musste immer jemand kommen und da war das dem Vermieter dann irgendwann zu teuer, jedes Mal eine Firma antanzen zu lassen. Und da haben die in der ganzen Wohnung zumindest die Heizkörper neu gemacht. Und aber so ist das halt mit alten Wohnungen. Ne? Aber so an sich war es eine schöne Wohnung gewesen. Hatte so um die, was hatten die gehabt? 65 Quadratmeter sowas. War auch jetzt nicht so teuer. Ich weiß gar nicht, was wir damals Miete bezahlt haben, aber so teuer war das nicht. Und
Da habe ich gewohnt bis 2006, glaube ich. Ja, 2006 oder 2007. Dann bin ich ja umgezogen. Da habe ich dann zwar auch in einem Plattenbau gewohnt, aber halt schon moderner, ne? Ja. Wieder ein Blitz. Ah, bei 10 ungefähr. Vom Blitz bis zum Donner ungefähr bei 10. Die Luft ist unwahrscheinlich klar jetzt, ne? Unwahrscheinlich saubere Luft jetzt durch den Regen, das ist Wahnsinn. Schade, dass ihr das nicht riechen könnt. Stell mal vor, ne, wenn der Blitz jetzt da drüben in die Birken einhaut. Ich sag, wenn der Blitz jetzt da drüben in die Birken reinhaut. Das wird laut. Oh ja. Ja, da hüpfst du gleich einen Meter hoch. Ey, das ist. Aber ist schon toll, wenn du hier sitzt und im Trocknen und dann mit dem Regen, das ist schon eine tolle Atmosphäre. Vor allem, wenn man weiß, man sitzt auch den Rest des Abends, trotz, wenn es jetzt noch mehr anfängt zu regnen, sitzt man trotzdem trocken, das ist schon ganz was anderes. Und wenn man so einen vernünftigen Schirm hat, da geht man auch mal bei so einem Wetter gern los, weil er ist schnell auf- und abgebaut, der ist dicht, da geht nichts durch, der hat versiegelte Nähte und. Ist relativ groß, also der hat eine Spannweite von 2,20 Meter oder so. Das ist schon, da hat man schon ordentlich Platz drin, da, um auch seine Sachen zu verstauen. Man kann den nach hinten abknicken. Er hat noch drei Ösen, dass man den mit Heringen fixieren kann und hat hinten auch noch zwei stabile Bänder, wo man den an einem Rudenstick, ich habe den hinten mit einem Rudenstick festgebunden und ja, der ist schon stabil. Er kann sich mit dem Wind mitbewegen, das ist ja auch schon mal viel wert. Ja.
Drehe euch mal ein kleines Stück. So. Boah, zumindest sind die Mücken jetzt weg durch den Regen. Gut, jetzt hier im Busch sind sie noch ein bisschen unterwegs, sehe ich gerade, fliegen sie so rum. Aber ja, momentan sind die echt lästig, die Mücken. Ja, aber es ist heute auch relativ wenig los im Moor bei uns. Also zumindest hier auf der Seite, wo wir heute sitzen, haben wir bis jetzt noch keinen einzigen Angler gesehen. Ja gut, es ist unter der Woche, ne? Viele arbeiten. Oha, jetzt gibt der Himmel nochmal richtig Gas. Alter. Es kommt aber auch Kerzen gerade runter. Jawohl. Das ist echt übel. Jetzt hat der Himmel gerade die Schleusen aufgemacht. Ich hoffe, das ist für euch einigermaßen erträglich, das Geprassel. Also ich mag es.
Ja, die fangen sich jetzt die Insekten weg. Die fangen sich die Insekten weg. Die fangen sich die Insekten weg. Ja. So die Mücken und sowas, weißt du? Naja, das, was halt runterfällt, ne? Ja, das könnt ihr jetzt nicht sehen, aber hinter uns, das sind die Schwalben übelst unterwegs. Krass, ne? Heftig. Ja, ist ein bisschen laut. Er sitzt hier ungefähr 3 Meter neben mir, mein Angelkumpel, aber ja, der Regen ist halt echt heftig. Gut, ich würde sagen, ich mache jetzt mal auf Stopp und schalte euch später nochmal ein. Okay, bis dann. Ne? Ja, moin Leute, mal wieder zurück. Ja, bis jetzt lief noch nichts an Fisch. Ja, wir haben es jetzt 19:25 Uhr. Es regnet seit Stunden mit ganz kurzen Unterbrechungen. Ich zeige euch das mal. Im Moment geht es. Also ich habe auch jetzt mein Mikro schon mal weggepackt. Falls der Ton ein bisschen schlechter sein sollte, bitte ich um Entschuldigung. Aber nö, bis jetzt wollten sie noch nicht. Naja, vielleicht in der Dämmerung, dass heute eventuell Aal geht. Es ist jetzt auch relativ frisch geworden. Der Regen hat das doch runtergekühlt. Gewitter ist nicht schlimmer geworden. Das hat hin und wieder mal ein bisschen gerumpelt, aber nichts von Bedeutung. Jetzt lässt es gerade wieder ein bisschen nach mit Regen. Also, ja. Für später soll dann, ich glaube ab 10 Uhr oder so, soll es wohl nicht mehr regnen. Das soll es nur bewölkt sein. Ich hoffe, dass das hier alles mal ein bisschen trockener wird. Es nervt, es ist auch echt frisch. Und es ist alles echt klamm, ne? Und naja, mal gucken. Denke, Live-Biss kann ich euch heute nicht mehr zeigen, weil es dauert es auch nicht mehr lange. Dann ist es schon dunkel. Und ja, mal gucken. Auf jeden Fall soll es das von mir, von dieser Stelle erstmal gewesen sein. Wenn ihr das Video zu sehen kriegt, dann ist mein Angeltag ungefähr 1, 2 Tage her, weil ich muss das ja noch zusammenschneiden und nochmal durchgucken. Und werde das wahrscheinlich erst morgen schaffen und dann noch hochladen. Ja. Wie gesagt, so in 1, 2 Tagen wird das Video online sein. Und ja, schauen wir mal. Wie gesagt, falls noch was gehen sollte, werde ich von den Fischen ein Foto machen. Hinten ranhängen ans Video. Ansonsten sage ich vielen Dank, wie immer, fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, ihr wisst Bescheid. Daumen hoch. Oder wenn es euch nicht gefallen hat, Daumen runter, komme ich auch mit klar. Ja, merk gerade, die Mücken sind wieder zurück. Kaum lässt der Regen nach, kommen diese mistigen Mücken zurück. Drecksviecher. Jo. Wie gesagt, vielen Dank fürs Zuschauen. Falls es euch gefallen hat, Daumen hoch oder Daumen runter, falls es euch nicht gefallen hat. Falls ihr noch nicht habt, könnt ihr gerne meinen Kanal abonnieren. Hilft dir doch ein bisschen beim Wachstum und spornt so ein bisschen an, weiterzumachen. Jo. Ansonsten, ich wünsche euch alles Gute, viel Gesundheit, schönes Wochenende und jo, man sieht und hört sich. Ciao, ciao.